Willkommen zurück zu Factorio. So, wir sind immer noch dabei, unser Eisenaußenposten anzuschließen. Jetzt haben wir letztes Mal ganz am Ende noch das hier gebaut, um das Eisen hier auszuladen. Jetzt kommt es aber auch nur ganz plump hier drauf und wird dann hier im Stau sein. Aber wie gesagt, das bauen wir ja alles um. Ich weiß, das ist alles andere als optimal, aber erstmal möchte ich den Außenposten anschließen. So, und da ich letztes Mal die falschen Roboter mitgenommen habe, nehmen wir jetzt die richtigen mit. Da sollten ja wohl ein paar fertig sein, hoffe ich. Mal so ganz unbedarft. Ja, Stahl wird sich dann natürlich auch wieder stabilisieren. Jetzt hat sich schon mal stabilisiert, weil wir hier keine Dinger hier mehr bauen. Hier ist auch alles fertig scheinbar. Cool, dann nehmen wir jetzt die mit. Die kommen hier wieder in die Kiste. Da sind sie. Zack. Ach ja, genau. Ja gut, dann haben wir 50 Bauroboter auf Reserve. Das kann ja auch nicht schaden. Oh, hier habe ich gar nicht zu Ende gebaut. Dann hätte ich mich gewundert, warum ich hier irgendwann nicht mehr weiterbauen kann. Oder keine neuen Roboter nachkriege. Logistikroboter sind sicherlich die, die wir nachher am häufigsten benötigen. So, hier ist das alles richtig schön eng. So mag ich das, so mag ich das. Und gucken, ob ich jetzt das Eisenerz jetzt hier reinschmeißen kann. Ob das jetzt endlich mal da bleibt. So. Da will ich halt. Halt. Was wollte ich noch mitnehmen? Abbaudinger. Abbaudinger-Teile. So, und das machen wir jetzt natürlich auch. Ganz klar. Schaut euch das an. Hier werde ich mal eben ein bisschen optimieren. Das ist... So, alles andere als schön. Da spendieren wir gleich mal den. Und das wird jetzt nämlich hier unten lang fahren. Denn hier unten das Band ist fast leer. So, und das ist auch noch nicht optimal. Jetzt müsste man das nochmal so rumdingsen, dass der so macht. Dann hat das nämlich freie Fahrt und dann kann die Masse von da oben abtransportiert werden und die Masse von hier unten. Und schon ist das Band voll und alle arbeiten. Ja. So einfach geht das. So, jetzt gibt es wieder mehr Erz. Oder kann mehr Erz verarbeitet werden. So. Aber ich bin schon wieder davon abgekommen, was ich eigentlich wollte. Ah, schön. Ja, jetzt sind die Bänder hier auch gleich wieder viel voller. Da braucht es gar keine Lichtbogenöfen. Ach ja, die roten hatte ich ja auch schon gemacht. Das ist auch nochmal gut zu wissen. Sowas vergesse ich ja auch ständig. So, und hier sind die Fließbänder und irgendwo hatte ich mir meine Kiste mit Fließbändern mal auch hingestellt. Beziehungsweise waren es ja sogar zwei Kisten mit Fließbändern. Aber ich würde sagen, hier unten. Ich will nur keine Fließbänder haben. Ach, das kann doch jetzt nicht wahr sein. So, jetzt rege ich mich ein bisschen über mich selber auf. Wo baue ich die Bergbau-Dinger? Die müssen da. Das ist der Vorteil beim Fließband. Man kann schnell wieder zurückverfolgen, wo kommt das Zeugs her. Oder auch... Hä? Okay. Wenn man denn sie selber versteht. 50, das reicht erstmal wieder. Ach ja, alles wird gut. Da steht unser Zug und wartet ganz geduldig auf uns. Der hat es auch nicht leicht. Bald muss er dann auch völlig alleine fahren. Da will ich gerne hin. Wir kriegen das noch hin, wir kriegen das noch hin. Die letzte Folge war ja ein bisschen länger, dann kann ich jetzt hier erstmal ein bisschen Blödsinn machen zum Ausgleich. Noch gab es scheinbar auch keinen Alien-Angriff, oder ich habe das hier übersehen, das kann natürlich auch passieren. Mich wundert ehrlich gesagt auch, dass hier noch nicht angegriffen wird.
Also die scheinen schon auf dem Weg zu sein, so ein bisschen zumindest, aber die greifen nicht an. Vielleicht finden sie den Weg nicht. Ah nee, der blinkt. Das heißt, der kommt jetzt wahrscheinlich dazu. Und dann kommt es hier zum Kontakt und dann pam. Ja, jetzt ist er da. Oder auch nicht, oder auch doch, oder auch nicht, oder auch doch. Keine Ahnung. Wir schließen hier weiter an. Fröhlich, locker, flockig. Da können wir sogar schon das ganze Feld wahrscheinlich machen. Außer da, wo der Roboterhangar steht. Da können wir vielleicht so dicht wie möglich mal welche ransetzen. Dann funktioniert das auch. So. Das ist nicht so ganz ideal. Vielleicht so. Und da sind doch schon einige am Rödeln jetzt. Der muss dann wieder so rum. So, aber hier haben wir jetzt die Kante. Dann würde ich sagen, machen wir das einfach so. Platzieren wir die ein bisschen enger. Und ihr seht, hier wird dann einiges an Erz rauskommen. Jawohl, das wird unsere Probleme erst einmal lösen. Na, ich mache das jetzt einfach so. Ein bisschen verschwenderisch. Es wird auch enorm Strom verbrauchen. Und ich habe nur noch 20. Habe ich jetzt gleich über 50 Stück gesetzt. Wow. Ach, da habe ich einen Fehler gemacht. Ah ja. Ja. Der mache ich. Ja, machen wir so. Und wieder runter. Da muss ich mal gucken, wie ich dann gleich die Fließbänder mal verlegen möchte. Da, so ist immerhin jetzt der Vorteil, dass die beidseitig befüllt werden. Ja, doch, das macht Sinn. Da unten kriegt er dann nämlich da auch wieder welche mit. Einen habe ich noch. Chaka. Ja, mal eben über 50 Stück platziert. So, dann machen wir jetzt den. Danach programmiere ich den Zug. Danach wird der Zug programmiert. Ich mache das, glaube ich, erstmal so, dass die alle in eine Richtung laufen. Den können wir hier oben mit anschließen. Ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben. Also, das wird ziemlich schnell volllaufen, das Band. So viel kriegen wir gar nicht abgefertigt. Da können wir, ach, was mache ich denn hier? Da können wir wahrscheinlich mehrere Züge fahren lassen. Und mehr werde ich jetzt hier auch nicht hinbauen. Wenn die dann oben irgendwann mal alle sind, dann können wir die da unten hinsetzen. Ich weiß gar nicht, was haben wir hier pro Ding? 9.000, 18.000, 30.000, 34.000 ist Spitze. So, jetzt ist die Frage, wollen wir das gleichmäßig abbauen oder wollen wir, dass oben zuerst leer wird? Ich glaube, das wäre mir fast lieber, dass oben zuerst leer wird. Dann machen wir das so. Na, jetzt wird es gleichmäßig gemacht. Das will ich nicht. So, jetzt hat das Band nämlich Vorrang vor dem. Und jetzt machen wir einfach so weit, je weiter das oben ist, desto größer quasi die Priorität.
Dann darf ich das aber nicht so machen. Dann muss ich das so machen. So, und jetzt wird ja schon viel zu viel abgebaut eigentlich. Das will ich eigentlich gar nicht. So, dann. Na, wobei eigentlich schon. Jetzt müssen wir hier hinzufügen. Wenn in Basis... Nee, das stimmt gar nicht. Doch. Wenn in Basis Eisen, dass die Fracht Eisenerz gleich 0 ist, dann soll er wegfahren. Hier soll er losfahren. Oh Gott, wie viel passt denn jetzt da rein? Wie viel passt denn hier rein? 50 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 20, 30, 37 mal 50. 37 mal 50, da müsste ich mal eben kurz, glaube ich, das Schnellste eben das nachrechnen zu lassen. Oder auch nicht. 37 mal 50 sind 1850. Okay. Das heißt, wenn Fracht Eisen Ach Mann. Ich bin vom Zug überfahren. Nee. Ja, ich wurde vom Zug überfahren. Ich stand zu dicht am Zug, als er losfuhr, obwohl er gar nicht losfahren sollte. So. So. Gut, dass er so regelmäßig auch Autosave gemacht wird. Basis Eisen. Wenn... Eisen. Kleiner 0 mache ich erstmal. 1850. Nee. Hier, wenn Eisen gleich... Null. Hier, ich stelle jetzt erstmal auf manuell um, damit mir das nicht jetzt wieder passiert. Hinzufügen, Fracht 1850 Eisen gleich. Dann müsste der Zug mit Eisen voll sein und muss rüberfahren. So sollte es rein theoretisch funktionieren. Ich muss jetzt noch meine Bauroboter eben freilassen. Ich muss mal gerade überlegen, wie viel machen wir denn da mal? Oh, das war wahrscheinlich schon ein bisschen viel. Gut, dann sind es jetzt so viele. Die sind jetzt fürs Reparieren zuständig. Könnte auch fast über Logistikroboter nachdenken, die dann die Mauern automatisch wieder hinsetzen. Aber da gehen wir jetzt erstmal davon, wenn das überhaupt funktioniert. So, und dann möge das Abbauen beginnen. Gleich wird's lustig hier. Na, läufst du runter? Da können wir einen hinsetzen. Dann können wir hier was hinsetzen. Hier. Und hier. Das ist ja perfekt. Da werden ja immer direkt vier bedient. Also ich muss sagen, also das passt ja richtig gut. Fast so, als wäre es schon so gewollt, dass man das so macht. Also ich habe mir das jetzt einfach nur so intuitiv jetzt einfach mal gemacht. Ja, jetzt wird abgebaut. Und entsprechend ist natürlich die Pollution auch. Und jetzt sind wir hier direkt schon im Gebiet dran. Das heißt, hier wird es bald losgehen.
Wenn wir technologisch so weit sind, werden wir das auf jeden Fall auslöschen müssen. Dann ist das hier auch nicht mehr so dramatisch. Beziehungsweise jetzt haben wir ja den Vorteil, die laufen halt jetzt nicht. Jetzt laufen tatsächlich erstmal nur die hier oben. Und damit werden jetzt tatsächlich erst die Felder hier oben leer gemacht, dann hier unten. Der Nachteil ist natürlich, ja, gut. Liegt natürlich auf der Hand, dass das Band nicht gefüllt ist. Da hätte man die eigentlich nur auf die Seite legen lassen müssen. Gut, schauen wir mal. Aber das ist so viel Eisen, was jetzt hier abgetransportiert wird. Das ist im Grunde ziemlich egal. So, die sind mir eigentlich zu langsam im Befüllen. Das heißt, da müssen wir auch große hin tun. Ja, die sind zu langsam. Nochmal Stapelgreifarme. Kann ich mir nicht leisten. Kupfer fehlt. So, und jetzt ist das eingetreten, was ich mir fürchtet habe. Der fährt nicht los. Ich setze mich hier schon mal rein. Warum nicht? Dann machen wir größer als 1849. Oder habe ich mich verrechnet? 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, nee, 37 mal 50. So, und 37 mal 50 sind 1850. Das heißt, hier müssten jetzt 1850 Eisen drin sein. Och Mann, das ärgert mich. Ach, weil hier größer steht. Gleich. Geht auch nicht. Weil er hier auch nur 1,8 stehen hat. 1850. Will er nicht. Dann müssen wir das anders machen. Dann sagen wir. Doch nicht kleiner. Größer ist ja auch Blödsinn. Dann größer als 1800. Aber dann macht er den Zug halt nicht voll. Nee, interessiert ihn auch nicht. Fracht. Eisenerz. Ach, ich weiß warum. Ich bin auch so ein Held. Natürlich fährt der Zug nicht, denn ich habe ihn doch auf manuell gestellt. So, und jetzt fährt er tatsächlich mit der Bedingung gleich 1850 fährt er los. So, meine Güte. Also diese Folge ist irgendwie eine Fehlfolge. So, und hier wird jetzt fleißig ausgeräumt. Zack, 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 zack. Einem Griff geht er 16 immer runter. Man könnte natürlich auch noch hier welche ranmachen. Dann würde es noch schneller gehen. Ich hole mir mal eben Kupfer. Aber die Frage ist, muss das? Und die Antwort ist, glaube ich, nein. Aktuell sind wir von diesem Eisen noch nicht abhängig. Wir sind von dem Eisen noch nicht abhängig. Okay. So, und in der Zeit wird er jetzt halt auch schon wieder mit Munition vollgestopft. So ein bisschen was hat sich hier in der Kiste lagern können. Okay. Und dann dampft er wieder ab. Und fährt jetzt immer hin und her und bringt uns hier schönes Eisen. Wenn das Eisen hier nicht benötigt wird, dann stapelt es sich in den Kisten. Er kann sich nicht ausladen und dementsprechend bleibt er stehen. Schön. Jo.
20 Minuten. Ich würde sagen, was Neues anzufangen lohnt sich jetzt nicht. Dann machen wir in der nächsten Folge das Eisen hier. Dazu müssen wir uns dann erstmal ein paar schöne Öfen holen. Oder ich mache das Logistiknetzwerk schon mal. Dass wir immerhin, dass wir schon mal so eine Abfallkiste haben. Ich glaube, das ist ganz gut. Und wir können die Forschung erstmal wieder anschmeißen. Und dazu hätte ich jetzt ganz gerne tatsächlich die Logistik-Abfallplätze zuerst. Ja, nimmt sich nichts von der Geschwindigkeit. Da tauchen wir mal eben raus. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann hier doch erstmal das Eisen oder das Logistik. Ich muss echt mal gucken. Eins von beiden angehen. Bis dann. Tschüss.